Hallo, herzlich willkommen, liebe Star Trek-Freunde. Schön, dass ihr hier wieder eingeschaltet habt auf Ahnungslos TV. Wir sind immer noch mit Star Trek Online dabei. Wir haben, naja, einiges immer noch vor uns. Wir beginnen jetzt aber trotzdem erstmal hier. Waffenstillstand. Hier sind wir. Gamma Quadrant. Ha! 1, 2, 3, 4. Machen wir noch ein bisschen. Und gut. Wir werden hier mit Waffenstillstand anfangen. In der Zeit, wo wir hier anfangen und natürlich wieder mal der Ladebildschirm zu sehen ist, könnt ihr einmal kurz auf den Like-Button drücken und uns auch ganz gerne ein Abo da lassen für unseren Kanal. Das würde uns sehr freuen. Vielleicht haben wir dann ja immer weiter noch mehr Motivation, immer weiter zu machen. Aber haben wir auch so. Also ein bisschen kann ich noch. Doch geht. Doch ist nicht alle Tage Abend. Und wir warten natürlich mal wieder auf den Ladebildschirm. Vielleicht sollte ich fragen, warum so viele Ladebildschirme da sind. Das ist ja fürchterlich unhaft. Aber wir haben uns ja dran gewöhnt inzwischen. Die dämlichen Ladebildschirme. Okay, gucken wir mal, was hier los ist. Good, we've arrived. I suggest scanning the Prison Moon and its satellite network. They might have fixed the design flaw we exploited here years ago to bypass their defenses. Das sollte interessant werden. Those satellites could cripple a Starfleet runabout with one shot back then. I'd rather not find out how powerful they are now, if you don't mind. Sie haben recht. Herr Steuermann, bringt uns ins Scanreich. Bling. Satellite weapon and defense systems were updated to deal with modern vessels, but they still have the same flaw that Miles O'Brien took advantage of years ago. Interessant. Sehen Sie mir mehr. You should be able to distract the satellites by firing probes near their position. Distract enough of them and you'll clear an area long enough to safely beam down an away team. Bestätigt. Ja, dann machen wir das mal. Picking up some debris clouds from Herc ships in orbit. Okay, die Herc haben also auch schon versucht, daran da durchzukommen. Sonder abfeuern. It's possible some Herc bypassed the satellites. We should be ready. Sonder abfeuern. Oh. Looks like O'Brien's trick still works. The satellites took the bait and we have a safe transport window. Verstanden. Steuermann, bringen Sie uns zur Transporterreichweite. Das ist ja toll. Da sind aber noch Dutzende andere Sonden. I recommend we bring some pattern enhancers along. Local interference can make it tough to get a lock on, and we might have to leave in a hurry. Einverstanden. All right. The doctor and I are ready to beam down when you are. Though I can't say I'm thrilled to see that moon again. Runterbeamen. Gut. Wenn wir dann mal runtergehen. Und ein bisschen Party machen. Würde ich jetzt spontan sagen. Oh, what's left of her, rather. Looks like the locals have scavenged everything of value from the old girl. Unlike her, they can never die, thanks to the nanotech inside of them. Die das Teilmittel haben. Right. The last time we were here, the prisoners were eager to be cured, if only to get the chance to kill their rivals off for good. I'm hoping that Opaka has shown them a better path in the time she's been here among them. Lassen Sie es uns herausfinden. Wo sieht das aus? Das war mal ein Schiff der Runabout-Klasse. Also, es war mal eins. Nun ja. Schade. Schauen wir mal, was hier in der Höhle noch so los ist. Wahrscheinlich sind das jetzt alle Gläubiger und beten die Opaka an oder so. We're not alone. Herc life signs dead ahead. Ja, super. Dann Attacke! Würde ich sagen. Was ist der denn so schnell jetzt gewesen? Boah, der war aber schnell. Just ran a medical scan on these Herc. They're not regenerating. There's no sign of the alien nanites in their bodies. Something in the Herc genetic makeup isn't compatible with the
I suspect it only works on humanoids. Gut zu wissen. Okay. Das heißt, die Herc kann uns eigentlich gar nicht töten. Eigentlich ist das dann unmöglich, dass wir hier sterben. Weil theoretisch. Wenn man so nach den wenn man das so mitbekommt. Attacke! Das war's schon wieder. Oh, keine Untore mehr. Oh, schade. Und? Nochmal. Und lass die Bomben platzen. Mann, der Stiftler. Aha. Oh. Geh weg! Geh weg! Lass mich in Ruhe! Nochmal Verstärkung? Oh. Ja, hörst du mal auf, nochmal zu schießen da, oder? I think you'll find that she'll be in good health within moments. The healing nanites are quite effective. In fact, they seem to have become more efficient than they were last time I was here. Erstaunlich. Das war eine tödliche Wunde. You can relax. I'm fine now. Really. You made it. Good. The Kai's been expecting you. Tut sie das? Yes. She's had a vision about you coming here. Come with us. We'll take you to her. Unless you'd rather stand around here until more of those things show up. Das wird nicht notwendig sein. Gehen Sie voran. Okay, wo geht's? Ach, da. Und bestimmt gleich noch mehr. Ja, doch nicht? Okay. Wer ist ein Drehkörper? Warum ist da ein Drehkörper? Ein Gefangenenmond. Sehr kurios. Visitors. And Kai Kira, it's been too long. Truly, the prophets have smiled upon us today. Indeed they have. We have brought the cure. You'll be able to live a normal life away from here. You'll be free. And we have something to bring with us. A miracle. Is that? Yes, a blessing from the prophets, the Orb of Peace. Through it, we ended the war between Ennis and Noel Ennis. As you can see, our peace has been shattered by the arrival of the hostile aliens. We have tried to speak with them, to find reason, but we have failed. We don't even know their name. They're called Herc, and there's no reasoning with them. They attack and devastate every world, every species they encounter. We need to get you and your people out of here as soon as possible. I see. We must take the orb with us as well. I can't have it falling into the hands of such a warlike species. It would be like the occupation all over again. That's not going to happen. I won't allow it, and neither will my friends. We can administer the cure to everyone in groups. With your permission, we'll start right away. Very well. Begin the procedure. I'm sure many of us are eager to leave this place and begin a new life together. Gefangene heilen, ja. Heilung, Gefangenen in eine Reihe aufstellen. Impfung ist da. So, Prioritätsgruppe 1. Some time ago, I asked Bashir for this cure. I wanted to use the cure as a weapon and kill the enemy. I couldn't put the war with the Gnoll behind me. I hated him for denying my chance for vengeance. Now, that's changed, thanks to the Kai.
I found a better path. I just want to lead a simple, natural life. Jetzt ist es möglich. Machen Sie das Beste draus. Hier haben wir schon mal den ersten. Nehmen wir den nochmal ein. After all this time, to live a normal life, it's like waking up from a really bad dream. I can think about having a family again. An actual family. I don't know what else to say except thank you. Gern geschehen. The cure, huh? Well, this cure had better work, friend. Or we won't be friends no more. Get me. Wir stehen hier alle auf derselben Seite. Wird das wirklich? Ja, ich bin mir nicht so sicher. Hoffen wir, dass uns das Glück treu bleibt. Is this for real? This cure? They talked about it a little after the Kai arrived, but I thought it was a myth. Never thought it was actually real. So I can die. Nicht wirklich. Das geht dem meisten so. Und der letzte. When they put me here, all I knew was war. I don't remember why it started, just that there was us and the Ennis. And the Ennis had to die. Even when the Kai came, I didn't believe. But when they found the orb and people stopped killing, things changed for me. Eh, guess there's something to faith after all. Anyway, thanks for everything. Gern geschehen. Looks like we're down to one dose of the cure. Use that to inoculate the Kai. Kai or Parker, that is. I'll administer the cure to the rest here. Bestätigt, Doktor. Und dann gehen wir nochmal den Kai impfen und dann, oder heilen und dann... Meine Art, warum eigentlich heilen? So eine Naniten, womit man nicht sterben kann, ist doch eigentlich gar nicht mal so schlecht, oder? Obwohl, ja, wer weiß. For all you have done for us today, may the blessings of the prophets be yours. Wie auch, Eminenz. Those things are attacking. Defend yourselves. Ja, super. Wir haben gerade alle geheilt und jetzt wollen sie, kommen die Hörg und wollen alle töten. Das ist nicht cool von euch. Nicht cool. I'm afraid he's dead. There's nothing we can do for him. Ich verstehe. Though we will mourn the loss of our friend Gollin, we can take comfort knowing that, at long last, he was able to leave this place for a better one. He is finally at peace, and his Pach will join the prophets in the celestial temple. Mein Beileid, Eminenz. Admiral, ein kleines Hörgschiff ist durch das Satellitennetzwerk gedrungen und sie werden da unten bald Gesellschaft bekommen. Stand, öffnen Sie ein Transportfenster für. Das geht nicht. Zirkschiff kommt durch, als zusätzlich zu unseren Sonden. Das Verteidigungsnetz ist auf höchster Alarmbereitschaft. Trick mit den Sonden funktioniert bei den Satelliten. Wie lautet der neue Evakuierungsplan? Wir versuchen das Kontrollnetzwerk der Satelliten zu hacken. Danach können wir uns in Transporterreichweite begeben und sie sicher rausbeamen. Jedoch gibt es noch immer eine Menge lokaler Interferenzen. Wenn Sie es zurück zur ursprünglichen Transportstelle schaffen und Ihre Musterverstecker aktivieren, können wir Ihre Position besorgen. Statt, halten Sie mich auf dem Laufenden. The doctor and I will stay with Opaka and her people in case the Herc make another attack here. Once you've cleared the way to the transport site, we'll join up with you there. Bestätigt. Viel Glück, Eminenz. Okay, dann werden die Kolonie gleich verlassen. Das machen wir aber nicht jetzt. Wir kommen nicht durch, sondern das machen wir in der nächsten Folge. Und wenn ihr wissen wollt, ob ich hier auch von diesem Gefängnis Mond Strafkolonie entkommen kann und dabei noch die Herc besiegen kann, schaltet dann gerne in der nächsten Folge wieder ein. Lasst gerne einen Kommentar, auch unter unseren Videos. Ihr wisst, ich mache das sehr gerne mit euch schreiben. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut und auf Wiedersehen.